Brot. Und im Herzen die Sorgen. O Buchenwald, ich kann dich nicht vergessen, weil du mein Schicksal bist. Wer dich verließ, der kann es erst ermessen, wie wundervoll die Freiheit ist. Januar 1945. Die SS räumt Auschwitz und andere Konzentrationslager im Osten vor der heranrückenden Front. Die Häftlinge werden nach Westen getrieben. Buchenwald ist der Bestimmungsort für 10.000 von ihnen, darunter hunderte jüdische Kinder. Eins wird den Todesmarsch und vieles andere später zeichnen. Es ging nachts zu Fuß. Und tagsüber wurden wir in irgendeiner Scheune versteckt, damit die russischen Flugzeuge nicht wissen, was da los ist. Ne? Und dann sind wir mehrere Tage zu Fuß losgezogen im Schnee und das waren, sind sehr viele Leute umgekommen. Ne? Am Ende dieses Zuges hat man dann die Leute, die nicht mehr gehen konnte, hat man sie einfach erschossen. Und wir sind dann in offene Kohlenwagen, ohne Essen. Das heißt, bis vom 18. bis 23. Januar habe ich kein Essen bekommen. Ich habe gefunden Kohle auf dem Boden, dem Waggonboden, das habe ich gegessen. Und Schnee. Diese Güterwaggons, die waren... Am Anfang waren die so voll, dass man fast gar nicht stehen könnte. Ja. Aber dann waren wir immer weniger, weil die Leute haben erfroren oder tot, dass man sie dann rausgeschmissen hat. Und dann hatte man mehr Platz gehabt. Die Kinder haben Schreckliches erfahren. Die Deportation, die Selektionen in Auschwitz, den Tod von Eltern und Geschwistern. Jetzt, nach tagelangen Fußmärschen im Schnee und der Kälte in offenen Güterwagen, sind sie halb verhungert und haben schwerste Erfrierungen. Wir sind in Buchenwald angekommen, hat man die Tür aufgemacht, hat man alles raus. Die Leute, ich habe gesehen, viele Leute stehen nicht auf. Die waren gefroren oder so, sie waren tot. Ich habe gekriechen auf den Knie, ich konnte nicht aufstehen, kriechen auf den Knie und von dem Wagen gefahren, im Schnee gefahren. Nach einigen Minuten ist ein alter Häftling von Buchenwald gekommen, hat mich aufgehoben. Und getragen. Hilfe haben die meisten Kinder schon lange nicht mehr bekommen. Durch Glück oder Zufall sind sie noch am Leben. Auschwitz haben sie überstanden, weil sie kräftig genug zum Arbeiten schienen oder sich älter ausgaben, als sie waren. Nun sind sie in Buchenwald, einem der größten Konzentrationslager. Im Gegensatz zu den meisten Lagern halten hier die politischen Häftlinge, überwiegend Kommunisten, die inneren Strukturen fest in der Hand. Die Funktionshäftlinge haben die neuen Zugänge im Lager unterzubringen. Desinfektion und Kammergebäude sind die ersten Stationen. Die Bilder aus dem Fotoalbum des Lagerkommandanten geben nichts von den wahren Zuständen wieder. Ein Transport nach dem anderen kommt an. Stunden, manchmal tagelang, müssen die Häftlinge auf die Aufnahme warten. Im Freien
in einem eiskalten Winter. Und der Häftling hat mich gefragt, wo bist du geboren? Ich habe gesagt, Topolčany, auf Tschechisch, Topolčany, aufgeschrieben, alles. Und dann sagt er mir, gib mir deine Mütze. Ich habe gesagt, ich brauche die Mütze, ist kalt draußen. Gib mir deine Mütze, bekommst sie zurück. Er ist an den Schreibtisch gegangen, hat die Mütze mit Essen, mit Brot, Kuchen, zwei Äpfel. Das war das erste Essen in meinem Mund nach 4,5 oder so viel, 5 Tagen. Eine unerwartete Geste. Buchenwald scheint weniger schrecklich als Auschwitz zu sein. Ansonsten kennen die Kinder das Verfahren. Sie werden kahlgeschoren, desinfiziert, eingekleidet, in die Häftlingskartei aufgenommen. Ich weiß genau die Aufnahme, da schrieb ich da in das Buch und so. Und auf meinen Namen habe ich zugegeben Israel, denn die Juden mussten, die wurden ja verpflichtet, ich glaube es war schon 38, 9 und vor dem Krieg noch, den Namen Israel dazuzufügen an den Namen. Da schrieb ich Israel, da hat er das ausgestrichen. Also bei uns gibt es sowas nicht, bei uns gibt es keine Juden, wir sind alle gleich. Und ich habe dem nicht geglaubt. Ich habe das dann erst später gesehen, dass das so war. Ne? Das war so unter den Häftlingen in Buchenwald, die haben zusammengehalten. Ganz im Gegenteil zu dem, was ich gewöhnt war in Auschwitz. In Auschwitz haben sich die verschiedenen Nationalitäten ja bekämpft. Die neuen Häftlinge müssen ins kleine Lager. Ein Lager im Lager, nochmals mit Stacheldraht umzäunt. Ursprünglich der kurzfristige Quarantänebereich, wird das kleine Lager nun zum hoffnungslos überfüllten Dauerquartier. Die Häftlinge werden in Baracken gepfercht, die als Pferdeställe der Wehrmacht vorgesehen waren. Anstelle von 50 Pferden 1.500 Menschen. Ein Schock für die Kinder. Und das war das wildeste, primitivste, was ich je im Lager gesehen habe. Das waren die Pferdebaracken. Da gab es keine Strohsäcke mehr, dann lagen sie alle zusammen. Nicht? Ich habe bis heute noch Narben davon auf den Brettern zu legen. Nicht? Und das war gefährlich gewesen. Und man kannte sich nicht. Das war ja auch die Gefahr. Man kannte ja gar keinen, wusste ja nie, wer sein Nachbar ist. Die waren sehr aggressiv, diese Menschen. Nicht? Und was ist mir passiert dort? Man hat gesagt, auf die Pritschen, dort waren 4 Etagen, ich war ganz oben und die Schuhe unten lassen. Ich war so naiv. Ich habe meine Schuhe dort gelassen. Ich bin aufgeweckt, keine Schuhe. Man hat mir die Schuhe gestohlen. Draußen war Schnee bis Knie, kalt, eiskalt. Und ich war barfüßig. Bestohlen, hungrig und ganz allein. Zu 4 wurden die Büchlers aus der Slowakei deportiert. Die Mutter und die kleine Schwester sieht Robert Büchler zuletzt an der Rampe in Auschwitz. Den Vater verliert er kurz darauf aus den Augen. In Unterbewusstsein habe ich auf meine Familie gedacht. Irgendwie habe ich mir gesagt, vielleicht die Mutter und die Schwester wurden vergast. Aber das habe ich gedrückt irgendwie. Ich habe es nicht, absorbiert in mich. Alles wird ihnen bei der Aufnahme weggenommen, landet im Lagermüll. Der karge persönliche Besitz der Häftlinge, selbst hergestellt, eingetauscht, gehütet. Seit einigen Jahren werden die Müllhalden Buchenwalds ausgegraben, die Fundstücke teilweise konserviert. Für einen Häftling ist das kleinste Stück wichtig, denn sonst ist er nichts als eine Nummer. Der Verlust ist schlimm. Ja, alles weg, was man schon sich so geheim gesammelt hat, so eine Art kleines, stumpfes Taschenmesser, das ging alles weg. Ein Häftling braucht so ein Messer, um sich die spärliche Margarine aufs Brot zu kratzen. Ein Lagerkind braucht es auch, um sich zu wehren. Als
dem Kleinlager unten, wo die Neuankömmlinge waren, da hat man sich ja gegenseitig auch bekämpft, versucht gegenseitig die Lebens-, das Brot wegzustehlen. Da brauchte man schon so ein Messer, um dem ein bisschen Angst zu machen, dem Angreifer. In Buchenwald ist Thomas Gewe schon beinahe ein Häftlingsveteran. 2 Jahre zuvor, mit knapp 13, wird er gemeinsam mit seiner Mutter von Berlin nach Auschwitz verschleppt. Anfangs bekommt der Junge noch kleine Zettel als Lebenszeichen von der Mutter, später nicht mehr. Thomas Gewe lernt im Lager überleben. Seine Kindheit lässt er ebenso hinter sich wie Sehnsucht und Trauer. Kann ich heute schwer sagen, was für Gefühle ich gehabt habe. Ich war vielleicht ein kalter Mensch, das kann ich Ihnen nicht sagen. In den Baracken des kleinen Lagers gilt das Gesetz des Stärkeren. Zwischen den hungernden, kranken, oft halb wahnsinnigen Erwachsenen haben die Kinder als die Schwächsten kaum Überlebenschancen. Die politischen Funktionshäftlinge wollen die Kinder dort herausholen. Am nächsten Morgen war ein Appell. Und der Blockertester, das war ein politischer Häftling, ein Deutscher, hat gesagt, es sind hier sehr viele Kinder und Jugendliche. Die Leitung hat für die Kinder einen Kinderblock aufgemacht. Und ich sage euch, geht's in diesen Kinderblock. Alle bis 17 Jahre austreten und geht's dorthin. Das ist gut für euch. Es war eine Panik unter uns. Weil die Kinder haben gemeint, das ist ein Trick. So wie in Auschwitz. Sie wollen uns umbringen. Ich habe gesagt, meine Kameraden, ich glaube ihm. Wir gehen. Vielleicht ist es gut für uns. Ich würde sagen, die Mehrzahl ist nicht gegangen. Die sind dort geblieben und nach einigen Tagen wurden sie weggeschickt vom Buchenwald in Außenlager. Und viele von ihnen sind gestorben, sind nicht zurückgekommen. Ich hatte dort meine Schulkameraden, die nicht zurückgekommen sind. Robert Büchler geht als einer der Ersten in den Kinderblock, den Block 66. Er ist überzeugt, dass ihm und anderen Kindern so das Leben gerettet wurde. Block 66 liegt ganz am Rand des Lagergeländes, im sogenannten Zeltlager. Nur Fundamentreste sind erhalten. Wie der Kinderblock durchgesetzt wird, weshalb die SS ihn duldet und zunächst ignoriert, ist unbekannt. Für rund 800 Kinder und Jugendliche ist er in den nächsten Wochen eine Zuflucht. Und da merkte ich sofort, das ist eine ganz andere Welt. Die Leute sind nicht die Jungs untereinander, aber die Funktionshäftlinge sind freundlich. Die haben nicht geschrien und haben nicht geschlagen und haben sogar versucht, zu uns zu ermuntern und uns zu helfen. Ne? In diesem Jugendblock war es doch ein bisschen friedlicher als in anderen Blöcken. Ja. Wir waren die niedrigste Stufe in der Lagergesellschaft. Wir waren Juden und dazu noch Kinder. Das heißt, wir hatten keine Möglichkeiten, etwas zu organisieren, für uns organisieren. Wir mussten von der armen Kost dort auskommen. Und ich habe gesagt, Hunger, ganze Zeit Hunger. Darum hat man so viel gekocht bei uns. Gekocht mit Mund, ich sage, mit Mund gekocht. Man hat darüber gesprochen, was die Mutter gekocht hat. Verschiedene Speisen. Und man hat darüber diskutiert. Schau, meine Mutter hat das und das so und so gemacht. Aber das ist nicht gut. Meine Mutter hat so gemacht. Deine Mutter kann nicht kochen. Und so waren die Diskussionen. Den ganzen Tag. Hunger. Er beschäftigt die Heranwachsenden mehr als alles andere. Er überdeckt Angst, Heimweh, Verlassensein. Sie bewegt nur, wann gibt es wieder etwas zu essen? Wie kann ich etwas Zusätzliches ergattern? Ich
wenn etwas unter Müll gelegen ist und ich habe festgestellt, dass es zum Essen ist, habe ich es gegessen. Ja. Ich habe auch alle Schüssel so herausgeleckt, bis den letzten Atom, kann ich sagen. Ja. Das hat mich dazu gebracht, dass ich überlebt habe. Und dann ging es dann zu Fuß in so eine große Baracke und man kriegte dann diese roten Esskübel ausgebogt und die dünnen Buchenwald war die Suppe sehr dünn, wässrig und manchmal gab es bloß einen halben Liter, allgemein einen Liter. Dann hat man dann gleich so ausgeschlürft. Ne? Die Kinder aus Block 66 bekommen die kleinsten Rationen, denn sie müssen nicht arbeiten. Je näher das Chaos des Kriegsendes rückt, umso häufiger bleiben die Kübel aus der Häftlingsküche aus. Der Kinderblock ist die meiste Zeit sich selbst überlassen. Ich habe am liebsten mit Holz gespielt und so kleine Figuren aus dem Holz geschnitzt. Michael Uhrig ist schon seit 1944 in Buchenwald. Im Gedächtnis des damals Elfjährigen spielt der Hunger eine große Rolle, vor allem aber die Einsamkeit. Wenn es nichts zu essen gibt und die Zukunft ungewiss ist, dann hat es überhaupt keinen Zweck, sich irgendwie anzufreunden. Nur wenige Kinder unter 14 sind in Buchenwald. Aber die Jugendlichen bis 20 sind im Laufe der Jahre zur größten Häftlingsgruppe in Buchenwald geworden. Seit 1944 sind mehr als ein Drittel aller Lagerinsassen Jugendliche. Kamerad, und verlier nicht den Mut, denn wir tragen den Willen zum Leben im Blut und im Herzen den Glauben. Oh, Buchenwald, ich kann dich nicht vergessen, weil du mein Schicksal bist. Das KZ auf dem Ettersberg wird 1937 als Lager für Deutsche gebaut. 1939, nach Kriegsbeginn, wird daraus zunehmend ein SS-Arbeitslager. Zehntausende Sklaven aus vielen Ländern schuften für die deutsche Industrie. Wer am Ende seiner Kräfte ist, wird ermordet. Nach dem Überfall auf Polen kommen mit dem ersten Transport auch 200 Jugendliche. Wladislaw Gosdun muss schnell lernen, wie ein Häftling überlebt. Das erste Gebot hieß nicht auffallen. Der Häftling musste suchen. Sich in die Masse einschmelzen, damit er unsichtbar war. Wer auffiel, das Auffallen war sehr gefährlich. Ich habe gesehen, wie einmal ein Häftling stand und bei der Stramkhaltung, da musste man die Hände so halten. Und er hat die geballte Fäuste so gehalten. Und so ist er aufgefallen, dem Scharfer. Und da hat er ihn zum Tode getreten. Den Füßen hat er getreten. Und nach dem Appell, dieser Häftling ist gestorben. Wegen so einer Kleinigkeit. Aber er ist dadurch aufgefallen. Kinder fallen auf. Kinder arbeiten zu langsam. Kinder halten den Lageralltag nicht durch. Die politischen Häftlinge bemühen sich schon 1939 um eine Art Asyl für die Jugendlichen. Sie können der SS einreden, dass die Polenjungs als Maurerlehrlinge nützlich sind. Ganz offiziell wird das Kommando Maurerschule gegründet. Dazu die sogenannte Polenschule, in der den jungen Häftlingen Deutsch beigebracht wird.
Zuerst haben wir die Lieder gelernt, Buchenwaldlied und die anderen Lieder. Wir haben die Schiffertafeln bekommen, die Stifte. Der Lehrer hat eine Tafel, die Kreide, so wie in der Schule. Sogar die Fibel haben wir auch gehabt. Und wir haben gelesen, so wie in der ersten Klasse der Schule. Das war sogar lächerlich. Aber das Schulespielen sichert das Überleben der Jungen. Draußen im Lager ist es gefährlich, selbst unter den Häftlingen. Diebstahl, Misshandlung, sexueller Missbrauch gehören zum Lageralltag. Für die geringste Übertretung beim Bettenbauen, beim Appellstehen oder beim Marschieren drohen Lagerstrafen. Wen sie treffen, wie schwer sie ausfallen, hängt von der Laune der SS-Leute ab. Manchmal kam so ein Offizier, Unteroffizier im Block und hat bemerkt, dass jemand geraucht hat. Und das war streng verboten. In der Arbeitszeit durfte man nicht rauchen und nicht essen. Das war verboten. Und er kam im Block und hat gerochen, es hat jemand geraucht. Und das... Er konnte so einen Häftling in Steinbruch schicken oder zu Tode treten auf der Stelle. Der Steinbruch ist einer der schlimmsten Orte im Lager. Nirgendwo sonst sind die SS-Leute schießwütiger, die Häftlingskapos korrupter, die Arbeit schwerer. Steine brechen und verladen von Hand, fast ohne wirtschaftlichen Zweck. Es ist pure Schikane und wehe dem, der sich die leichten Steine zum Tragen sucht. Wer neu in Buchenwald ist, muss für einige Wochen in den Steinbruch. Wer schon länger im Lager ist, für den ist eine Woche Steinbruch eine übliche Lagerstrafe. Wer unter der schweren Last der Steine zusammenbricht, den jagen sie in die Postenkette. Auf der Flucht erschossen, heißt es dann. Solange es die Polenschule gibt, hat die SS die jungen Häftlinge nicht im Visier. Das bewahrt sie vor dem Steinbruch. 1942 wird die Polenschule aufgelöst, weil die politischen Funktionshäftlinge ihren Einfluss an die Kriminellen verlieren. Für die meisten Jungen wird zuvor Arbeit gesucht, nach Möglichkeit in leichten Kommandos. Da habe ich so gemeint, ich kann doch auch Friseur werden, das ist gar nicht schwer. Man braucht nicht die Haare schneiden, Herrenschnitt, sondern nur mit der Maschine, Haarschneidemaschine, die Glatze und rasieren. Nur das Rasieren musste ich lernen. Wladyslaw Koston ist Friseur in verschiedenen Baracken. Der polnische Junge wird ein erfahrener Häftling, der immer neue Transporte ankommen sieht. Wenn ein Transport kam, da war schon immer ein Kommando, die Friseure zum Bad. Dieses Kommando ertönt auch im Sommer 1944, als ein Transport aus einem polnischen Arbeitslager in Buchenwald ankommt. Wir haben die Haare geschnitten. Und da sagte ich mir, komm her, das ist ein kleines Kind hier. Und wir gingen dort und tatsächlich auf dem Tisch saß ein kleines Kind, circa 2 Jahre alt. Aber es war schon angezogen, hatte die Nummer angeheftet. Und ein SS-Mann war dabei. Und dann hat er gewartet auf den Abmarsch zum Block. Der kleine Junge wird mit seinem Vater offiziell als Lagerhäftling registriert. Er wird die Befreiung des Lagers kurz nach seinem 4. Geburtstag erleben. Seine Rettung dient später als Vorlage zum Buchenwald-Roman Nackt unter Wölfen. Er prägt die Sicht von Generationen in der DDR.
Zwischen Roman und Wirklichkeit gibt es Unterschiede. Deutsche politische Häftlinge nehmen das Kind zu sich in ihren Block, damit es nicht ins kleine Lager muss. Hier wird der Junge umsorgt, bekommt sogar ein eigenes Bettchen. Alles unter den Augen der SS. Im September 1944 erlässt die SS den Befehl, Buchenwald von arbeitsunfähigen Elementen zu säubern. 200 Kinder werden aufgelistet. Ein Todestransport nach Auschwitz. Fast alle sind Sinti und Roma. Als die schreienden Kinder zusammengetrieben werden, beginnen selbst hartgesottene Häftlinge zu weinen. Der Name des dreijährigen jüdischen Jungen steht als letzter auf dieser Liste. Er ist der Kleinste. Er soll leben, beschließen die kommunistischen Funktionshäftlinge. Im letzten Moment werden Vater und Sohn zum Häftlingskrankenrevier geschickt. Es gilt als zwielichtiger Ort. Manchem retten die Häftlingskrankenpfleger das Leben. Andere werden ermordet, weil sie als Feinde oder Verräter gelten. Dem kleinen Jungen geben die Krankenpfleger eine Spritze, die hohes Fieber auslöst. Jetzt gilt er als transportunfähig. Am 26. September 1944 werden die Kinder ins Gas geschickt. 12 der 200 Namen sind durchgestrichen, darunter der des Dreijährigen. Sie entgehen dem Todestransport. Doch es müssen 200 Namen sein. 12 andere Kinder werden auf die Liste gesetzt. An 200. Stelle steht jetzt ein 12-Jähriger. Im Laufe des Jahres 1944 steigt die Zahl der Kinder im Lager stark an. Sie stammen vor allem aus Polen, der Ukraine und Russland. Inzwischen haben die politischen Häftlinge die wichtigen internen Lagerstrukturen wieder in der Hand. Sie versuchen erneut, ein Asyl für die jüngsten Häftlinge zu schaffen. Im großen Lager wird der Block 8 zum Kinderblock. Wladislaw Kostun, inzwischen 22, zieht in den Block 8 ein. Als Friseur und Betreuer der Kinder. Die Jüngsten, die waren 8 Jahre alt. Im Block 8. Das waren zwei kleine Ukrainer. Die waren 8 Jahre, dann waren 9-Jährige, 10-Jährige. Die unter 14-Jährigen aus Block 8 arbeiten nicht. Nach dem Wecken müssen sie Betten bauen, die Baracke reinigen, ihren Zählappell im Kinderblock abhalten. Ansonsten können die Kinder weitgehend tun, was sie wollen, solange es innerhalb der Baracke geschieht. So wird in Block 8 gesungen, gezeichnet und gespielt. Trotzdem ist Block 8 keine Idylle. Die Kinder sind Häftlinge, geprägt vom grausamen Lageralltag. Es kam einmal ein Transport aus Rostock. Das waren die Ukrainer. Diese Ukrainer sind ehemalige Polizisten, Helfer der Deutschen. Jetzt sind sie Häftlinge. Für das Lager sind sie Verräter. Und einer von den Polizisten kam nach Block 8. Es war ein Jugendlicher. Da haben sie ein Gericht gemacht. Im Waschraum. Haben sie sich gesammelt, die Jungen, das waren und die Kinder dabei. Die haben mich verhört. Ich habe gehört, es etwas vorgeht im Waschraum, wollte aufmachen. Die sagten, Vladek, das ist nicht deine Sache. Und die haben ihn verhört und zum Tode verurteilt. Und den Todesurteil haben sie sofort vollgeführt. Sie haben ihm die Hände und Beine geschnappt, hochgehoben und auf den Boden geschmissen. Und so 4-5 Mal und er war tot.
den Menschen treten, das war nichts Besonderes. War der junge Ukrainer ein freiwilliger Verräter? War der Kinderblock durch ihn bedroht? Darauf gibt es keine Antwort. Selbstjustiz gehört zu den Wolfsgesetzen des Lagers, selbst für die Kinder. Der tägliche Terror, die ständige Erniedrigung, das allgegenwärtige Morden der SS hinterlassen Spuren. Ein Teil der Häftlinge, auch der Kinder, verroht, stumpft ab. Jeder ist den Anblick von Leichen gewöhnt. Es war nicht leicht, die Toten ständig sehen zu müssen. Aber man gewöhnt sich auch an schlechte Sachen. Am Ende dachte ich, dass die Leute vielleicht nur schlafen. Die Toten, geschichtet, durcheinander, nackt, abgemagert bis auf die Knochen. Und da ging man vorbei, als gehört es einfach zum Lagerleben. Man hat überhaupt nicht reagiert, man hat nicht mal hingeschaut. Im Januar 1945 werden die Totenlisten täglich länger. Vor allem das kleine Lager wird zum Todeslager. Es ist völlig überfüllt, die Häftlinge verhungern, Seuchen gehen um. Den Block 66 des kleinen Lagers, den Kinderblock, erreicht der massenhafte Tod nicht. Aber auch hier schwinden die Kräfte. Viele Kinder werden krank, wie Pavel Kohn. Als ich dieses Fieber hatte, hat man mich in dieses Krankenhaus oder Krankenbaracke geschickt. Und dort kam ich an und man hat mir gesagt, dass die Baracke voll ist, überfüllt, und dass sie kein Bett oder die können mich nicht aufnehmen. Pavel Kohn hat Glück. Die Sanitäter schicken ihn ans andere Ende des Lagers, in eine neu eröffnete Außenstelle des Krankenbaus. Dieses Haus, das war so ein längliches Haus mit kleinen, aber auch großen Räumen. Und da habe ich nach sehr langer Zeit auch so normale Betten oder Gauchs gesehen, die sogar ganz fast normale Decken hatten. Von den blanken Brettern der Pferdestallbaracke in ein richtiges Bett. Dieses Krankenhaus mit Einzelzimmern erstaunt den Jungen. Außer Fassung gerät er, als er zum ersten Mal wieder Frauen sieht. Dort war nämlich Krankenschwester. Und ich habe dann gefragt, was es eigentlich sein soll. Weil in Buchenwald waren, so viel ich wusste, keine Frauen. Ja. Und es war eigentlich ein ehemaliges Freudenhaus. Ja. Ein Puff, wohin früher Häftlinge gehen dürften. Bordelle für Häftlinge. Ausgenommen Juden, Sinti, Roma und Russen werden ab 1942 in allen Konzentrationslagern eröffnet. Zur Stärkung der Arbeitsmoral, wie es heißt. Ein Bordellbesuch kostet 2 Mark, zu zahlen auch mit Lagergeld. Das Geld behält die SS. Die Frauen, die in Buchenwald als Prostituierte arbeiten müssen, sind selbst Gefangene aus Ravensbrück. Jetzt, wo das überfüllte Lager aus den Fugen gerät, dient das Bordell als Krankenhaus. Es war so etwas erstaunlich Luxuriöses für mich. Es war fast wie ein Wunder, dass so etwas geschehen. Und das Essen war dort auch besser als in dem Lager. Der unbekannte Sanitäter, der Pavel Kohn in die Außenstelle des Krankenreviers schickt, rettet ihm das Leben. Auch Leon Reich scheint Glück zu haben, obwohl er als 18-Jähriger nicht unter dem Schutz des Kinderblocks steht. Von einem Mitgefangenen hört er, dass sein Bruder im kleinen Lager ist. Das hat ziemlich lange gebraucht, bis ich ihn gefunden habe.
Und ich habe ihn fast nicht erkannt, so abgemagert war er. Dann waren wir ein paar Tage zusammen und dann hat sich mein Bruder gemeldet als Kranker. Leon Reich will den Bruder nicht wieder aus den Augen verlieren. Er simuliert und wird als Kranker in den Block 61, den Krankenbau des kleinen Lagers, geschickt. Die Häftlinge nennen ihn Todesblock. Draußen vor der Baracke 61 musste man sich ausziehen. Da stand jemand an der Tür, ein Sanitäter, und da hat die Leute geradeaus geschickt und dann nach rechts. Ich wusste nicht, was das bedeutet. Und natürlich, man sagt geradeaus, dann ging ich geradeaus. Mein Vormann, der hat mir nach rechts geschickt. Und dann meinen Bruder habe ich nicht mehr gefunden. Wahrscheinlich wurde der Bruder nach rechts geschickt. In Block 61 sondern sie die Schwächsten schon am Eingang aus und töten sie. Hier morden sowohl SS-Sanitäter als auch Häftlingskrankenpfleger. Leon Reich wird Zeuge, wie das Töten vonstatten geht. Ich habe nämlich beigewohnt, als ein Sterbender Mühe hatte und ziemlich gestöhnt hat. Da kam ein Sanitäter und da hat sich über ihn gebeugt und zwei Minuten später war er tot. Und die Zahnfleisch hat geblutet und die blutbelaufenen Zähne. Also es hat auf eine Phenolspritze gedeutet. Das ist das Unlogische im Lager, nicht wahr? Da sind Sachen passiert, wo man versucht hat, einem Menschen zu Medikamente geben und Reissuppe. Und andererseits wieder hat man Menschen rausgenommen und hat sie abgespritzt. Die Leichen im Innenhof des Krematoriums werden immer mehr, je näher das Ende rückt. Seit März gibt es keinen Brennstoff für die Öfen des Krematoriums mehr. Buchenwald war wirklich furchtbar. Das Töten von den Leuten mit den Spritzen und das Selektieren der Leute jeden Tag. Also. Aber es ist komisch. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich enorm Angst hatte. Man war komplett gleichgültig. Im März 1945 ahnen alle im Lager, auch die Kinder, dass es nicht mehr lange dauern kann. Sie wissen, dass die westlichen Alliierten immer näher rücken. Unser Blockältester hat uns gesagt, dass die Amerikaner zum Beispiel in Braunschweig sind schon und das ist nicht weit vom Buchenwald. Und die dritte Armee ist auf dem Marsch auf Airport. Am 3. April erhält der Lagerkommandant den Befehl von Himmler, das KZ vollständig an die Amerikaner zu übergeben. Trotzdem liegt nervöse Spannung über dem Lager. Viele haben Angst vor einer Evakuierung. Einer hat gesagt, was passiert? Wir müssen doch vielleicht schleppen uns die Deutschen auf einen Todesmarsch oder sowas. Aber was sagst du? Das ist Blödsinn. Am 6. April kommt der Befehl, 20.000 Häftlinge zu evakuieren. Die Transporte sollen Buchenwald in Richtung Südosten verlassen. Zielorte Theresienstadt, Flossenbürg und Dachau. Ob die SS noch an Rückzugsgebiete glaubt oder lediglich Spuren verwischen will, ist heute nicht nachvollziehbar. Weil so schnell keine Züge bereitstehen, wird zu Fuß evakuiert. Am 7. April treibt die SS 3000 jüdische Häftlinge des kleinen Lagers den Ettersberg bei Weimar hinunter. Ausgehungert, geschwächt, krank, halten viele den befohlenen Laufschritt nicht durch. Wer zurückfällt oder stolpert, wird von den Wachmannschaften erschossen. Die Leichen bleiben am Wegrand liegen. Der Todesmarsch streift viele Thüringer Dörfer. Die meisten Bewohner schauen weg, haben nichts gesehen, als die Befreier sie einige Tage später zwingen, die Leichen der Buchenwalder Häftlinge zu bestatten. Noch knapp 50.000 Menschen werden beim Lagerappell am 7. April gezählt. Täglich verlassen Transporte das Lager.
Am 10. April, einen Tag vor der Befreiung, steht die SS vor dem Kinderblock. Alles raus! Niemand rührte sich. Dann sind sie gegangen mit den Kolben und haben geschlagen und gestoßen und gedrückt und alles und haben sie langsam fast alle herausgeschleppt. Und wir waren zusammen, der Kinderblock, wir waren die Letzten, die auf dem Appellplatz gekommen sind. So um 12 Uhr vielleicht oder so, Mittagsstunden, sind zwei amerikanische Flugzeuge geflogen durch das Lager. Es war ein Fliegeralarm. Die SS verschwand und wir sind gelaufen zurück Richtung des Lagers, des Zeltlagers. Da war das Lager fast schon leer gewesen, das ganze Lager. Da sind wir wieder zurückgelaufen, ne? Wie viele Tausende, wahrscheinlich mindestens 10.000 Menschen sind auf diese Weise gerettet worden, dass sie wieder zurückgelaufen sind. Ne? Die meisten Kinder verstecken sich im Block 66. Einige haben unterwegs einen Unterschlupf gesucht. Robert Büchler verkriecht sich im großen Lager, im Block der Tschechen. Dann kamen die SS in diesem Block und haben durchgesucht und haben mich gefunden. Und haben mich herausgeschleppt zum Tor und in eine Einheit, in eine Kolonne eingeschoben. Der Weg zum Bahnhof Weimar. Er ist mit Leichen übersät, nachdem die letzte Kolonne durchgetrieben worden ist. Wir sind am Abend zum Bahnhof nach Weimar gekommen. Man hat uns einwaggoniert. Es war ein riesiger Zug dort aufgestellt. Dort waren ca. 4.000 Häftlinge. Wir konnten nicht atmen. Und wir sind dort gestanden die ganze Nacht. Der Transportbegleitschein. Die Bürokratie funktioniert bis zum Schluss. Am Morgen des 11. April fährt der Zug los. Wir sind gefahren circa eine halbe Stunde bis Großschwabhausen und dort wurde die Lokomotive bombardiert. Die Häftlinge springen aus dem brennenden Zug, doch die SS hat sich unter den Waggons verschanzt und schießt auf die Fliehenden. Dort sind 600 Häftlinge geblieben, tot, in Großschwabhausen. Von der Schießerei, auch von den Amerikanern einigen, aber die Mehrzahl von der SS-Schießerei und haben uns gejagt Richtung Jena. Hinter Jena befiehlt die Begleitmannschaft eine Pause. Die Häftlinge sollen sich mit dem Gesicht zum Boden auf die Straße legen. Robert Büchler nutzt das Durcheinander. Plötzlich, instinktiv, bin ich in den Graben irgendwie reingesprungen und gelaufen. Circa 200 Meter war von der Landstraße war ein Wald. Ich bin dorthin gelaufen. Ich hab gehört, dass die SS schießen hinter mir. Die Kugel habe ich gehört, wie sie zischen. Robert Büchler irrt durch den Wald. Er trifft auf andere geflohene Häftlinge. Gemeinsam schaffen sie es im Laufe der Nacht hinter die Frontlinie. Am nächsten Tag treffen sie endlich auf ihre Befreier. Die Amerikaner sind da. Auf der Landstraße, das war 300 Meter, sind wir gelaufen zum Amerikaner. Aber die waren so zu uns, wie soll ich das sagen? Es war Seuchengefahr, die haben Angst gehabt, sie haben gewartet, wartet. Wir wollten sie küssen. Der 11. April 1945. In Buchenwald sind jetzt nur noch 22.000 Menschen. Mehr als die Hälfte der Häftlinge hat die SS binnen weniger Tage auf Todestransporte geschickt. Gegen Mittag des 11. April stehen 12 amerikanische Panzer auf dem Ettersberg. Die SS setzt sich ab. Einige Posten bleiben auf den Wachtürmen zurück. Am Nachmittag besetzen 4 bewaffnete Häftlinge das Torgebäude, in dem sich keine SS mehr befindet.
Die Häftlinge hissen eine weiße Fahne auf dem Tor, bringen in kurzer Zeit das Lager unter ihre Kontrolle, nehmen einige SS-Leute in der Umgebung des Lagers gefangen. Die Kinder im Block 66 merken von all dem nichts. Sie liegen voller Angst auf ihren Pritschen. Wir lagen 66 in der Holzbaracke. Die Leute hatten Angst. Und dann rief einer, guck mal oben auf das Tor. Und da haben wir geguckt, da war eine weiße Fahne da, nicht? Und das war die Befreiung, ne? Gleichzeitig treffen die ersten amerikanischen Soldaten im Lager ein. Als Nachmittag die Tür aufging, das kamen zwei Uniformierte rein. Und diese Uniformen, die waren anders als diese, wo ich gewöhnt war zu sehen während 6 Jahren. Aber es sind nicht nur die Uniformen, sondern das Benehmen dieser zwei Soldaten hat mir zu verstehen gegeben, dass ich endlich frei war. Tränen der Freude sind mir dann im Hals stecken geblieben. Es müsste das Glücksgefühl einer zweiten Geburt sein. Aber die Häftlinge aus dem kleinen Lager sind erschöpft, apathisch und krank. In den ersten Tagen können sie kaum etwas empfinden. Und dann haben sie mich auf die Waage gestellt und habe ich nicht ganz 29 Kilo gewogen bei der Befreiung. Mehr als 900 Kinder und Jugendliche werden in Buchenwald befreit. Die Befreiung bedeutet im ersten Moment vor allem, dass der Hunger ein Ende hat. Das erste Essen, was ich dort von den Amerikanern gegessen habe, das waren solche Nudeln mit Milch, in süßen Milch gekocht. Viele Häftlinge sterben noch in den Tagen nach der Befreiung, oft am ungewohnten Essen. Die Amerikaner zwingen 1000 Weimarer, sich das Grauen anzusehen, das in unmittelbarer Nähe ihrer Stadt geschah. Währenddessen nutzen einige Kinder ihre neu gewonnene Freiheit für einen Besuch in der Stadt. Robert Büchler gehört dazu. Er will die Herrenmenschen aus der Nähe sehen. Wir sind durch die Straßen gegangen. Wir sind, da waren schöne Häuser und so gesehen. Wir haben, aber das Gefühl, das war die Hauptsache. Wir sind frei. Sie wollten uns vernichten. Und jetzt sind wir da in Weimar, in der Stadt und ringsherum Deutsche. Die Befreier erfahren nach und nach, dass die meisten der überlebenden Jungs Waisen sind. Als Juden durften sie in ihren Herkunftsländern kaum wieder eine Heimat finden. Was soll mit ihnen geschehen? Lediglich die Kinder aus der Tschechoslowakei wollen nach Hause. Man hat gehofft, dass man irgendwie auch alleine überlebt. Ja, und das war die Lage. Nach der Befreiung wollten wir nach Hause gehen. Ich habe gehofft, dass wenigstens mein Vater lebt. Pavel Kohn und Robert Büchler fahren schon Anfang Mai mit den tschechischen Häftlingen heim. Die Eltern werden beide nicht finden. Die Abreise gehört zu den letzten Bildern, die Thomas Gebe in Buchenwald gezeichnet hat. Immer noch sind über 800 Kinder und Jugendliche in Buchenwald. Für sie muss eine Perspektive gefunden werden. Bis dahin versuchen die Jungen eine Art Alltag im Lager ohne Hunger und Gefahr. Die Amerikaner schalten das Rote Kreuz und jüdische Hilfsorganisationen ein. Hunderte Visa für Frankreich, England und die Schweiz werden beschafft. Michael Uhrig, Leon Reich und Thomas Gebe wollen in die Schweiz. Alle Flüchtlinge aus Europa, die wollten ja in die goldene Schweiz, nicht?
wo es gute Schokolade gab und schöne Berge gab und Skifahren. Daran hat man ja immer geträumt, nicht auch noch vorher. Und da wollte ich natürlich gerne hin. Der Militärrabbiner, ein Hauptmann oder ein Kolonel, der hat Enormes für uns getan und hat geschaut, wie er die Leute dann irgendwie wegschicken konnte von Buchenwald. Nur die Kinder unter 16 sollen ein Visum bekommen. Doch die Älteren sind genauso verwaist, unterernährt und krank wie die Kleineren. Der Militärrabbiner entscheidet sich, die Weisung zu ignorieren. Und da hat der Rabbiner alle diese Papiere gefälscht. Und jeder, also ich habe noch meinen Ausweis von Buchenwald, habe ich geboren 1929. Das ist jünger als 16-Jährige. Sie wollten bis zu 16 Jahren wollten sie Kinder nehmen. Im Juni 1945 ist es soweit. Die Visa sind da. Der Auszug beginnt. Es kommen weitere überlebende Kinder und Jugendliche aus den Außenlagern nach Buchenwald. Auch junge Mädchen. Die kommenden Monate, teilweise Jahre, werden sie in Frankreich, England und der Schweiz verbringen. Die Schweiz gehört nicht zu den Siegermächten, die sich jetzt um die Kinder kümmern. Aber das Land hat sich sehr bemüht, 350 von ihnen aufzunehmen. Es ist ein Akt der Wiedergutmachung für die zweifelhafte Flüchtlingspolitik der Schweiz in den letzten Kriegsjahren. Das war eine große Sache mit Zeitungsleuten und Filmleuten, es wurde alles gefilmt. Und wie ich an den Bahnhof ankam, war der Zug schon voll mit diesen Kindern. Und die hatten schon, denn die kamen ja organisiert hin in Gruppen. Die hatten schon an die Eisenbahnwaggons einige Sachen geschrieben. Das war ziemlich voll gewesen. Da ging es sehr langsam los, der Zug fuhr sehr langsam, denn die Gleise waren doch zerbombt und so. Erst kürzlich repariert worden, der fuhr sehr langsam an. Die meisten werden ihre Heimatländer erst Jahre später und nur als Besucher wiedersehen. Da sind wir über Frankreich und sind dort geblieben, glaube ich, ein oder zwei Tage, eine Nacht und haben sehr gut empfangen. Und dann sind wir dann mit dem Zug nach in die Schweiz gekommen. Eigentlich wusste ich nichts über die Schweiz und die Schweizer. Aber ich war ein Kind und ich wollte in der Welt vorkommen und im Leben vorankommen. Ich wollte etwas lernen. Nach der Ankunft werden die Jungs zunächst in ein Quarantänelager des Militärs gesteckt und dann in die Obhut des Roten Kreuzes übergeben. Als sie da ankamen auf dem Platz vor dem Hotel und es war wirklich ein zusammengewürfelter Haufen. Und ja, wir haben einfach geschaut und haben es so freundlich wie möglich reingeschaut, damit sie merken, dass wir uns freuen auf sie. Binnen Wochen scheint das Düstere aus den Gesichtern zu weichen. Alle nehmen zu, viele beginnen jetzt zu wachsen. Einige liegen noch mit Tuberkulose und anderen Mangelerkrankungen in Schweizer Krankenhäusern. Doch alle haben nun ihr künftiges Leben vor Augen. Die wollten lernen, die wollten nachholen, aufholen und ihre Zukunft vorbereiten. Doch das war ein großer Hunger nach Wissen. Aber es war auch viel natürlich verloren gegangen in den Lagerjahren. Und die Lehrer da, die mussten ganz am Anfang fast mit ABC. Aber das ging vielleicht nicht mal eine Woche. Schon nach sehr kurzer Zeit wurde das Niveau, das Lehrniveau wurde höher. Die Schweizer Betreuer wundern sich über den Lerneifer der Jungs. Beinahe übersteigerter Ehrgeiz treibt sie an. Die Jungen wissen inzwischen, dass die Zukunft allein in ihren eigenen Händen liegt. Die wenigsten haben Nachricht von überlebenden Vätern, Müttern oder Geschwistern. Für ein paar Monate finden sie in der Internatsschule auf dem Zugerberg ein gemeinsames Zuhause. Einige lernen in der Schweiz einen Beruf,
aber die meisten reisen bald mit Hilfe jüdischer Organisationen oder entfernter Verwandter in ihre künftige Heimat in den USA, Australien oder Palästina. Die schrecklichen Erinnerungen treten für lange Zeit in den Hintergrund. Doch solange sie noch im Haus Felseneck auf dem Zugerberg zusammen sind, beherrscht Buchenwald ihre Tage und Nächte. Man konnte nicht anderes als ihnen Liebe geben und Verständnis. Und beim Gute-Nacht-Sagen, wir haben sie einfach den ganzen Tag begleitet. Und beim Gute-Nacht-Sagen, da war das dann manchmal, dass sie einfach dann plötzlich etwas zu erzählen begannen. Im Sommer 1945 versuchen die Jungen, schreibend und zeichnend, ihre Erlebnisse aufzuarbeiten. Vergessen wird keiner von ihnen. Ich habe auch mit meinen Kindern darüber diskutiert. Es sind viele, die Mehrzahl von jüdischen ehemaligen Häftlingen, die haben nicht gesprochen. Und das war nicht gut. Ich wollte sie nicht irgendwie mit was belästigen, was mein eigenes Gepäck und mein eigenes Gewicht auf mir heraufsitzt. Ich wollte sie ganz normale Menschen werden lassen. Alles, was mir möglich war, war gerade zu stehen und nicht umzufallen. So habe ich auch meine Kinder erzogen, zu aufrichtigen Menschen. Ich glaube, ich habe gelernt, ziemlich so mit beiden Füßen auf dem Boden zu stehen. Und das so zu leben, was die Realität mir tatsächlich erlaubt hat. Unsere Familie hat niemand etwas gemacht und trotzdem mussten wir so leiden. Aber wie soll man es irgendwie wegmachen oder was soll man damit tun? Was kann ich sagen? Oh, Buchenwald, ich kann dich nicht vergessen. Und die Nacht ist so kurz und der Tag ist so lang. Doch ein Lied erklingt, das die Heimat sang. Wir lassen den Mut uns nicht rauben. Halte Schritt, Kamerad, und verlier nicht den Mut. Denn wir tragen den Willen zum Leben im Blut. Und im Herzen den Glauben. Oh, Buchenwald, ich kann dich nicht vergessen, weil du mein Schicksal bist. Wer dich verliest, der kann es erst ermessen, wie wundervoll die Freiheit